Willkommen zu einer neuen Folge Nature Speed Heat auf meinem Kanal. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Cash gesammelt, weil wir auf Performance-Stufe 140 müssen mit unserem Wagen. Haben knapp 60.000 jetzt. Mal gucken, was wir hier hochtreiben können. Ich denke mal, dass das hier am meisten... Oh, Antrieb. Ah. Differential. Das bringt ein bisschen was. Für schlappe 2,5. Das hätten wir beim letzten Mal schon nehmen können. Dann haben wir sogar schon die 140 erreicht. Nice. Das nehmen wir dann auch. Können wir vielleicht noch ein bisschen was in die Optik dann stecken. Fahrwerk. Racing. Wir gehen auf Straße, würde ich sagen. Wir gehen auf Straße. Das kostet auch nur 2,5. Aber das bringt ja gar nichts. Okay. Außer, dass es mehr auf Straße geht. Wir lassen das Fahrwerk erstmal. Und ich habe ja beim letzten Mal gesagt, mit den Reifen bin ich mir unsicher. Ich würde fast sagen, wir nehmen die Straßenreifen und gehen wieder ein bisschen mehr auf Drift damit. Drift geht halt schon viel weiter auf Drift. Wir nehmen Straße. Jetzt sind wir auch auf 140 von der Wertung. Gucken, was wir jetzt dann hier noch machen können. Kurbelwelle. Ja. Hauen wir auch noch rein. Turbo. Das können wir noch nicht. Ein Auspuff hört sich auch nicht verkehrt an. Das kostet 10.000 und bringt einen schlappen Punkt. Das sparen wir uns. Was kosten die Bremsen? Die Bremsen sind ja auch wichtig. Nee, wir pumpen ein bisschen was noch in die Optik rein hier. Das sieht halt schon echt hart aus. Richtig hart. Vielleicht ein bisschen zu hart. Das hier gefällt mir irgendwie. Das kommt nicht zu krass rüber. Das nehmen wir. Es muss ja nicht immer das Übertriebenste sein. Das hier passt auch sehr schön dazu. Ist auch dieselbe Marke. Das nehmen wir auch. Das passt sehr gut dazu. 200. Ja, moin. Scheinwerfer. Ah, die sind immer draußen. Ja, die lassen wir. Das war schon getuned, ja. Das lassen wir auch. Ui. Da nehmen wir auch, das bleiben wir der Marke treu. Außer irgendwas passt dazu. Lul, da ist schon was drauf? Ja doch, er wird schon ein bisschen breiter. Okay, er wird schon ein bisschen breiter. Aber da fehlt mir das gewisse Etwas. Und das passt halt null dazu. Ich glaube schon fast, wir nehmen das, weil da der Akzent, das gefällt mir mehr. Da geht nicht die ganze Sache raus.
Oder? Wir machen erstmal hier und gucken, wie das dann rüberkommt. Ja, das gefällt mir halt schon gut. Das kann man aber eigentlich auch verwenden. Das passt schon. Wir nehmen das. Nummernschild hatte ich beim letzten Mal noch geändert. Brauchen wir sowas? Wir haben das Geld, wir nehmen es. Scheinwerfer. Etwas getönt, komplett dunkel. Das lassen wir erstmal. Spiegel lassen wir auch. Mal gucken, was die Motorhaube noch sagt. Okay. Carbonhaube. Das sieht sexy aus. Voll übertrieben, aber das sieht auf jeden Fall sexy aus. Ja, ich glaube, dann haben wir alles. Die Felgen lasse ich auch erstmal drauf. Ich meine, das sind ja keine Standardfelgen. Heckleitblech können wir nicht drauf machen. Ja. Das sieht jetzt schon echt nach Racing aus. Und was mir da jetzt noch einfällt, Charakter. Wir haben immer noch ein bisschen Geld. Aber man kann sogar den Charakter wechseln, oder was? Tatsächlich. Wir können einfach Geschlechtsumwandlung machen und eine Frau nehmen. Frisur. 117. Ah, das hätten die ein bisschen ordnen können, muss ich ehrlich sagen. Nützen. Das hätten die auf jeden Fall ordnen sollen. Alter, was gibt's hier alles? Krank. Ist da nicht noch sowas, wo die Seiten ein bisschen kürzer sind? Habe ich jedenfalls eben nicht gesehen. Was für Frisuren, ey. Ja, moin, da muss ich aber los, ey. Accessoires. Was sollen diese hässlichen Masken, ganz ehrlich? Sau hässlich. Die gönnen wir ihm. Eine 1000 Dollar Sonnenbrille. Okay. Mal so im Schnelldurchlauf ein bisschen. Oh Mann. Was ist das, ey? Hardcore. Aber sowas steht dem aber. Das sieht schon fast cool aus hier. Hose. Warum die Socken da drüber, ey? Sieht doch stabil aus, oder? Ich habe jetzt auch keine Lust, 155 Dinger durchzuzwitschen. Die haben wir sogar schon. Musst du nicht mal kaufen. Ja, und wenn das mal nicht geil ist, die passen sogar zum Oberteil. Moin. Guck mal hier, jetzt sieht er richtig cool aus, oder?
Geil. So, wir brauchen jetzt Stufe 7, das heißt, am besten fahren wir bei Nacht. Deswegen nehmen wir auch am besten die Nachtherausforderung. Jetzt habe ich hier saulange rumgeredet. So. Ab geht's. Jetzt sieht er auf jeden Fall schon heftig aus. Auf Ich jeden hab Fall wieder einen sieht er Helm für heftig dich. aus. Ich esse jetzt noch einen Happen, aber wenn du willst, können wir uns danach Okay. treffen. Ja, guten Hunger, Bro. Ich fahre jetzt hier ein bisschen. Stufe 7 müssen wir erreichen. Der Wagen geht auf jeden Fall schon mehr. Ist das jetzt eigentlich ein Rundkurs oder ein Sprint? Ich glaube, ein Sprintrennen, ne? Das sieht eher danach aus. Sparky ist auf Platz 4. Der ist müde. Moment. Ah, die lassen wir ja böse hinter uns hier. Hälfte haben wir. Zum Glück konnten wir den Baum mitnehmen. Hätten wir gar nicht den Drift gebraucht. Tut tut. Easy peasy. Würde ich sagen, fahren wir mal hier rüber. Was ist kürzer? Das ist gefühlt kürzer. Können wir hier nicht abkürzen? Ah, das ist eine Brücke. Ah! Fahren wir halt hier hoch. So. Geht alles. Ich will jetzt hier nicht die Cops noch vor dem Rennen. Bitte fahrt weiter. Ich glaube, die sind weitergefahren. McQueen. Auf geht's zum zweiten Rennen.
Noch haben wir keine Cops an der Backe gehabt. Heat Level 1 haben wir jetzt erreicht. Zum Glück konnten wir da durchbrechen. Wir sind jetzt Level 4 immer noch. Level 7 brauchen wir. Ob wir das jetzt in der Nacht schaffen, sei mal dahingestellt. Okay, dann läuten wir die Nacht mal ein. Diese motiviert. Musst du auch. Wenn er wenigstens mal vor uns fahren würde, könnten wir auch was gegen ihn tun. Oh, du entkommst. Was haben die denn gemacht? Letzte Runde. Ah! Da konnte ich nichts mehr machen. Holy! Was ist hier auf einmal los? Berufsverkehr mitten in der Nacht. Mich hängst du nicht ab, Arschloch. Ach ja? Der ist schon kaputt. Ich will, dass ich sofort alle wieder an den Wagen dranhänge. Und lass die nicht nochmal entkommen. Noch 500 Meter. Wir sind noch immer Level 4. Gewonnen. Ich springe 25 Meter, während du vom Cops verfolgt wirst. Ich höre die Sirenen, aber ich sehe niemanden. Wo bin ich hier gelandet? Sehr schön. Ich hab den Wagen, den die Brüche gejagt hat. Dieses Mal versauen wir es nicht. Unsere Zielperson von vorhin ist wieder aufgetaucht. Ich will, dass sich alle verfügbaren Einheiten an sie dranhängen. Alle? Übertreib doch nicht. Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Fahren mal wieder zurück. Da war eine Sprungschanze, da springen wir mal drüber. Ich glaube, wir springen nirgendwo hin. Die Sache ist zu gut wie erledigt. Warum dauert das so verdammt lang? Wir arbeiten noch dran. Ich bräuchte mal eine Tankstelle. Natürlich haben die auch die Kurve. Falls auf dem Revier irgendjemand auf der faulen Haut liegt, soll er gefälligst herkommen und uns unterstützen. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Es sind keine zusätzlichen. Oh, nice. Ich habe das Zielfahrzeug entdeckt. Unser Zielfahrzeug ist zu schnell. Diese Dreckskarre kann ich einfach nicht mithalten. Sieht aus,
entkommen. Wir sind Level 6. Heat Level 2. Aber wir haben aber die Nachtherausforderung fertig, oder was? Wir haben die Nachtherausforderung auch fertig. Wir fahren mal lieber safe zurück. Sehr schön. Besser für euch. Verstanden, Zentrale. Ich gebe die Verfolgung ab. So machen Nacht wir das. Beendet. Eine Nacht nach der anderen. Bisschen fehlt noch. Ein Viertel haben wir vom Kuchen. Ein neuer Wagen. Honda Civic. Okay. Es gibt dich auf der schwarzen Liste. Street Art. Suche in Palm City nach versteckten Stencils, Graffiti-Tags sowie Stickern. Folien-Editor. Okay. Nissan 370Z Nismo bekommt man, wenn man alle gefunden hat. Cool. Gut, wir haben unser Ziel nicht ganz erreicht. Aber das soll es für die Folge gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, wenn du nichts verpassen willst. Abo-Button drücken. Und die Glocke aktivieren. Und wenn du das gemacht hast, wirst du informiert, wenn die nächste Folge online ist. Und ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis denn, tschüss.